Die Berliner, die kennen Sie mit Sicherheit alle, denn mit ihren Auftreten, da hat sie die Kunstszene geprägt, war hip, bevor es das Wort in unserem Sprachgebrauch überhaupt gab. Ja, und wenn man ihr Buch liest, dann kann man kaum glauben, dass ein Mensch all das erlebt haben soll. Alle Nicht-Berliner, die können sich jetzt freuen, denn wer will, kann Romy Haag zurzeit in Dresden erleben. Wissen Sie, als ich noch ein ganz, 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 ganz kleines Mädchen war. Frauen, die ich nicht vergessen kann. Mit dieser musikalischen Liebeserklärung gastiert Romy Haag derzeit im Dresdner Travestietheater Carte Blanche. Ihr aktuelles Bühnenprogramm, eine Mischung aus Liedern und Chansons längst vergangener Tage, aber auch zynischer Parodien zwischenmenschlicher Beziehungen. Irgendwie bin ich immer eine Chanteuse, Raconteuse, Chansonneuse, Diseuse, Animeuse. Alles mit einer Öse. Singen wir was zusammen? Ja? Was Schönes? Nicht was schön. Maestro, mach mal Musik. Ich mach das zusammen. Spitze Zunge, rauchige Stimme und das gewisse Etwas an Erotik. Fast unmöglich, sich dem Charme dieser Frau zu entziehen, die einst als Junge geboren wurde. Bereits mit 13 Jahren verlässt Romy Haag ihr kleinbürgerliches Elternhaus. Vom niederländischen Scheveningen geht sie in die Weltmetropole Paris, wo sie in kürzester Zeit zum Liebling des weltberühmten Pariser Nachtclubs Alcazar avisiert. Aus dem schüchternen Kind wird Romy Haag der Star. Von Paris geht Romy nach New York. Dort lernt sie ihre erste große Liebe kennen, einen gebürtigen Berliner, und zieht mit ihm nach Berlin. Hier eröffnete sie 1974 ihren eigenen Nachtclub, das legendäre Chez Romy Haag. Prominente wie die Rolling Stones, Tina Turner, Freddie Mercury und David Bowie, mit dem sie eine Liebesbeziehung verband, gehen hier ein und aus. 9 Jahre später verkauft sie ihren Nachtclub und tingelt seitdem mit immer wieder wechselnden Bühnenshows um die ganze Welt. Sie hat 11 Platten besungen und in 26 Filmen mitgespielt. Ihr Leben ist und bleibt eine Gratwanderung zwischen Glitzerwelt und gesellschaftlicher Akzeptanz, dem Wunsch zu lieben und geliebt zu werden und immer neugierig zu sein auf das, was die Zukunft noch bringt. Oh oh, ich sehe, am 12. September bist du hier ab 4. Und die Vorhersage ist eingetroffen. Herzlich willkommen, Romy Haag. Ich freue mich. Das war natürlich jetzt so ein kleiner Scherz am Ende, die Wahrsagerin. Glauben Sie an sowas? Ach doch, ich glaube schon an Wahrsagen. Ja. Das war aber die Chefin vom Carte Blanche Theater. Was glauben Sie, was so die Zukunft, kann man die wirklich vorhersagen? Ist das möglich? Ach, das weiß ich nicht, ja. Aber ich glaube schon. Man hört ja gerne, also ich lese gerne mein Horoskop. Ja. Wir haben nämlich vorhin uns ja kurz schon unterhalten, ja. Und da haben Sie mich auch sofort nach meinem Sternkreiszeichen gefragt. Ich kenne mich ja nun so gar nicht aus. Fisch haben wir festgestellt. Inwiefern spielt das wirklich eine Rolle in Ihrem Leben? Ist das nur Spaß oder schon auch ein bisschen ernst? Na, ich glaube schon, dass es was ausmacht, ob man im Sommer oder im Winter, Herbst, Frühling geboren ist. Ich glaube schon, dass Basics sind, die einen Charakter zeichnen, glaube ich schon. Und ich glaube, ganz große Politiker haben in Astrologie geglaubt. So, ich glaube schon, da ist eine Tendenz, wo man aufpassen kann oder umgehen kann. Ich finde es interessant auf jeden Fall, Astrologie. Und Sie sind ja auch, habe ich in meinen Vorbereitungen gelesen, zum Buddhismus konvertiert. Da ist ja dann auch wieder die Geschichte der Wiedergeburt. Auch sehr spannend. Was glauben Sie, als wer waren Sie schon mal da? Und als, vor allen Dingen, als wer möchten Sie gerne noch mal? Das ist natürlich das Lächerste von allen. Wenn Leute sagen, ich war früher nicht die Friseurin von Louis de Quinze oder sowas. Nicht? Aber also, da glaube ich überhaupt nicht dran. Also ich glaube schon an Wiedergeburt, aber nicht an der Person selber, die noch mal wiedergeboren wird. Ich glaube schon, dass wenn man stirbt, dass seine Seele irgendwo im Universum ist. Und bei einer Neugeburt, dass man dann mal 10% von denen hat, 20% von denen, dass es eine neue Aufgabe ist. Ich glaube, das Leben ist ein Puzzle. Und ich glaube, die Eltern bekommen genau die Kinder, die sie brauchen, weil sie müssen voneinander was lernen.
Und ich glaube, so funktioniert das. Das ist dann, was ich so glaube. Was lernen Eltern von ihren Kindern? Ich glaube, Eltern können vieles lernen von ihren Kindern und umgedreht auch. Ich glaube, das ist alles mit einer Aufgabe verbunden. Also du hast nicht die Eltern, ich duze schon, so weit sind wir schon dafür. Ich glaube schon, dass es mit einer Aufgabe aneinander verbunden, um was zu lernen, sich zu erweitern. Auf Eltern und Kinder können wir ja später vielleicht nochmal zurückkommen. Okay. Jetzt erstmal auf Dresden. Wir haben es ja gerade eben schon gesehen, der große Ausflug im Carte Blanche. Übrigens, alle Zuschauer, die es heute schaffen, ja, geben Sie Gas am Telefon. Bis die ersten drei Zuschauer können sich freuen, die hier ins Studio reingestellt werden, über 3x2 Freikarten. Und dann können Sie sie live erleben. Also ran ans Telefon 01802 15 15 18. Die Telefonnummer wird auch gleich nochmal eingeblendet. Da hat aber jemand gut zugehört. Hallo, einen schönen guten Nachmittag. Wer ist denn am Telefon? Ja, hallihallo. Schönen Mittwochnachmittag nach Leipzig. Hier ist der Roland Mayer aus Saarbrücken bei Potsdam. Ich habe aber allerdings schon vorher angerufen. Das wusste ich gar nicht, dass es da Freikarten gibt. Ja, ja, ich grüße euch beide. Und ich habe natürlich auch eine Frage an die Robi Haag. Und zwar, welche Rolle spielt die Uferfabrik in Berlin in ihrer Karriere und wann ist sie dort mal wieder zu sehen? Also die Uferfabrik ist ganz, ganz, ganz wichtig für mich gewesen. Der Juppie, der die Uferfabrik gemacht hat, es ist noch das alternative Theater, das einzige, was es noch gibt in Berlin und die sich bis jetzt gehalten haben. Und ich liebe ja die Uferfabrik. Und meistens so, wenn ich früher beispielsweise meine Fernsehshows hatte, sind sie immer geprobt worden in der Uferfabrik, weil die Uferfabrik eine unnachahmliche Atmosphäre hat. Was ist da so unnachahmlich? Na, weil das sehr alternativ ist, weil das stammt noch aus der Anfang 70er Jahre. Ja. Und die haben das besetzt und es ist irgendwie ein riesen Kulturzentrum geworden. Mit auch ein buddhistisches Verein und Percussion-Verein und sowas. Und das ist schon ganz wichtig für Berlin, die Uferfabrik. Mhm. Dann vielen Dank für den Anruf. Ja. Und viel Spaß in Dresden. Genau. Schöne Grüße nach Leipzig. Ich grüße euch alle schön. Danke. Und ich würde vorschlagen, wir kommen zwar nicht dazu, ich wollte eigentlich erst mal zeigen, was Sie in Dresden noch erwartet. Aber wer ist denn jetzt am Telefon? Hallo. Ja, hallo, Knies ist mein Name. Ich grüße Sie beide und habe mal eine Frage. Und zwar, warum haben Sie nach so vielen Jahren Ihr Theater aufgegeben? Und die zweite Frage wäre, mit welchem Partner würden Sie gerne mal auf der Bühne stehen? Ach, na, das ist doch eine schöne. Was war die erste Frage jetzt? Warum Sie Ihr Café, Ihr große Varieté damals aufgegeben haben? Ich habe aufgegeben. Ja. Ich habe es von 1974 bis 1983, so praktisch 10 Jahre gehabt. Ja. Und ich hatte einfach Lust, mich selber weiterzuentwickeln, weil da habe ich natürlich auch Regie geführt, die Shows geschnitten, die Musik geschnitten und gemacht und getan. Und das war ein harter Job eigentlich. Und ich wollte mich selber musikalisch entwickeln und deswegen habe ich es eigentlich aufgehört. Also Sie hatten gar nicht mehr genügend Freiraum, um sich selbst entwickeln zu können? Nein, hatten überhaupt keinen Freiraum mehr. Und ich wollte einfach mich kreativ und künstlerisch weiterentwickeln. Und es war nur möglich, wenn ich das irgendwie zumache. Und was wäre der Lieblingspartner auf der Bühne? Oh, da gibt es so viele Lieblingspartner auf der Bühne. Was soll ich da sagen? Nicht? Also, mein erster Produzent war ja Udo Lindenberg. Mhm. Und ich kann mich Duett mit Robbie Williams vorstellen, nicht? Oder ein paar Lieder mit Queen zu singen, nicht? Weil ich Freddie Mercury sehr gut gekannt habe und auch als Spaß bei mir mal auf der Bühne gestanden hat. Und das würde mich Spaß machen. Okay, danke. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke für die Frage. Vielen Dank für Ihren Anruf. Tschüss. Wenn wir jetzt gerade schon mal beim Berlin und Udo Lindenberg sind. 1974 sind nach Berlin gekommen. Was war das damals für ein Berlin? Denn wenn man die Sachen heute liest über Sie, Sie müssen quasi ein Sturm über diese Stadt gekommen sein und Sie quasi komplett umgekrempelt haben, was die Kunstszene angeht. Was war das für eine Stadt? Was war das für eine Atmosphäre? Ja, Berlin war eigentlich ganz geheimnisvoll. Mhm. Nicht? Wie soll ich mich jetzt hier ausdrücken? Also Berlin war ganz spannend für uns, nicht für Ausländer. Nicht? Ich bin ja Holländerin und nach Berlin zu gehen, war das irgendwie, das hat so eine ganz spannende Atmosphäre gehabt.
Berlin zu gehen, war das irgendwie, das hat so eine ganz spannende Atmosphäre gehabt. Weil es die Mauer gab, mussten natürlich auch alle Milieus miteinander klarkommen. Mhm. Nicht so, wenn ich damals mein Nachttheater hatte, da sitzt der Herr Professor, nehme der Punk und so weiter und so on. So, es hat die Leute gezwungen, sehr tolerant miteinander auszukommen. Und das war eigentlich das Geheimnis Berlin früher. Mhm. Wenn man Berlin heute ansieht, und Gott sei Dank ist es jetzt heute so, was es ist, aber natürlich hat jetzt jeder Klasse und jeder Rasse hat seinen eigenen Abteil und sein eigenes Bezirk. Und das war früher nicht. Früher war das mehr gemischt. Weil man einfach so eng beieinander war. Aber jede Großstadt heutzutage, ob es nur Paris, New York nimmst oder Berlin, das trennt sich dann alles, was eigentlich schade ist. Von Berlin schauen wir vielleicht jetzt doch noch mal nach Dresden. Ja, Dresden. Wir jetzt wieder Anlauf. Denn, liebe Zuschauer, wir wollen Ihnen noch zeigen, der Romy Haag in Dresden. Denn bis Ende September ist sie da noch und hat dort ihren Gastauftritt mit einem Konzept, die Frauen, die ich nicht vergessen kann. Ja. Kaum bin ich in Dresden, denn ich fühle mich schon zu Hause. Es ist einfach so schön. Ne? Gucken Sie nicht so, junger Mann. Ich will nichts von Ihnen. Noch nicht. Ha? Ja, du hast recht. Du hast recht. Muss ich auch sagen. Ach, wir kennen uns doch, oder? Wo waren das auch wieder? Wo waren das auch? Wo kommen Sie her? Boxberg. Na, wenn man dort glücklich ist, ist man überall. Zuerst habe ich gedacht, nein, das kann nicht sein. Starte verzweifelt in die Zukunft und ich war so ganz allein. Nun bist du da, entschuldigst dich, ich hab dir schon so oft vertraut. Glaubst, ich hab Verständnis jedes Mal, wenn du das brauchst. Ach, aua. Ach, glaub dir nun, der liebt dich dann, so wie du willst, und widerspricht dir bestimmt nie. Zwei Wochen war ich wohl verliebt, zwei Wochen waren genug für dich. Versuch doch einmal nur im Leben einander zu verstehen. Ich war verliebt, ich fand dich schön. Auch die Nacht war schön, doch satt bin ich noch lange nicht. Heute ist ein neuer Tag für mich und ich bin so frei. Die Liebe war für dich ein Spiel und das Spiel ist jetzt vorbei. Häng dich nicht dran, ich brauche Platz. Solange mein rotes Blut noch fließt, gehör ich ganz und gar nur mir. Kauf dir doch dein Reihenhaus, zwischen uns ist es jetzt aus. Hat mich nicht fest, häng dich nicht dran. Verschwinde jetzt, das Spiel ist aus. Ich lebe unter einem Stern, den du niemals sehen wirst. Was soll das Reden, das Jammern? Es ist eben aus, halt dich nicht fest, häng dich nicht dran. Das war jetzt aus dem Showprogramm von Carte Blanche. Genau. Das ist ja in der Woche. Das müssen wir gleich gerade noch mal erklären. Ja, genau. Es ist natürlich alles ein bisschen verwirrend. Ich bin Ehrengast innerhalb der Revue. Das war der Ausschnitt jetzt. Und jeden Sonntag haben wir Live-Konzerte, ja, richtig mit Live-Musiker, weil die Chefin des Carte Blanche sonntagsabends das eigentlich als Veranstaltungsort benutzen möchte. Und ich mache da als Probekaninchen sozusagen die Konzerte sonntags, ja, jeder Sonntag in September. Und das ist dann richtig live mit Musikern, mit Frauen, die ich nicht vergessen kann. Welche Frauen sind das? Naja, das sind viele Frauen. Mhm. Nicht? Erst sollte das Programm heißen Männer, die ich nicht vergessen kann. Mhm. Und dann habe ich das so analysiert und nachgedacht. Und finale Mente sind es dann Frauen, die ich nicht vergessen kann. Und natürlich ist das die Knef, die Leander, die Dietrich, aber auch in Eartha Kitt, Annie Lennox, Marian Faithfull, Gisela May haben wir auch dabei. Und da erzähle ich so Anekdotes, was ich alles mit diesen Frauen erlebt habe. Denn ich habe sie alles noch, zum Beispiel die Zara und die Dietrich, habe ich alles noch lebendig gekannt. Das ist das, was ich vorhin auch meinte. Also ja, wenn man ihr Buch liest, da kann man wirklich kaum glauben, dass das alles in ein Leben reinpasst. Wahnsinn. Ja, ja, naja, es ist die zuverlässig, immer so den letzten Rahmen noch erlebt. Beispiel die Dietrich habe ich in Paris getroffen, die Josephine Baker habe ich in Berlin mit auf der Bühne gestanden, muss ich immer denken, Josephine Baker. Und der Zufall wollte es so, ich habe auch viel zu erzählen über diese Frauen.
Das machen wir auf jeden Fall noch. Okay. Live erlebt schon haben und auch kennengelernt haben. Inwiefern sind die auch Vorbild und was haben Sie von denen mitgenommen? Ach, natürlich hat mir das inspiriert. Mhm. Und ich war ja so ein Groupie, wenn ich so 16, 17 war. Und natürlich habe ich da vieles von gelehrt, von Benehmen und Ausstrahlung. Und das hat mich immer fasziniert, früher schon. Mhm. Und ich hätte auch nie gedacht, dass das später mal ein Teil meines Programms wird. Ne? Was meinen Sie, Sie sind ja mit 13 von zu Hause weg. Mhm. Was wäre aus Ihnen geworden, wenn Sie in Ihrer holländischen Heimat geblieben wären, nicht so, auch so ein bisschen die Flucht von zu Hause angetreten hätten? Also ich weiß nicht, Innenarchitektin. wenn ich ganz klein war, wollte ich immer Priester werden. Mhm. Mhm. Oder Innenarchitektur, das interessiert mich. Was hat dir die Kunst dann in Ihrem Leben bedeutet und verändert auch? Na, irgendwie ist mein Leben schon immer mit Musik verbunden, mhm. nicht? Also, ich habe früher immer getanzt, also ich war auf Ballett, ich war im Kirchenchor. Und, oh ja, der Kirche, muss ich dir auch noch erzählen. Es war immer mit Musik, mein ganzes Leben lang. Und ich stehe auf der Bühne, seit ich 14 bin, so. Mhm. Ich habe irgendwie immer was mit Musik zu tun. Jetzt, wenn man Sie so hier erlebt, hat man fast so ein bisschen den Eindruck, das Extrovertierte, das lassen Sie sich für die Bühne. Was sind Sie für ein Mensch so im Alltag, im normalen Leben? Also ziemlich ausgeglichen, glaube ich. Ja, ich lebe mich so aus auf der Bühne, dass ich das irgendwie, ich bin ziemlich ausgeglichen. Ja. Weil ich finde, da geht das Telefon. Das können wir okay. Ich glaube, die Bühne ist auch ein bisschen wie mein Wohnzimmer, mhm. weil ich finde, auf der Bühne kann man ohne Kompromisse leben. Ja. Nicht? Man kann da als Künstler vieles tun. Und im Privatleben muss man viele Kompromisse machen, manchmal in der Partnerschaft. Ja. Nicht? Dann ist man auf der Bühne ein freier Mensch. Sie haben in unserem Fragebogen auch auf die Frage, was kann Sie verletzen oder die größte Niederlage? Der Mann, den ich liebe, der kann mich verletzen. Hat das was mit den Kompromissen zu tun, die man im Leben eingehen muss? Ja, ich glaube schon, in Partnerschaften muss man viele Kompromisse machen. Und natürlich, was mich verletzen kann, ist natürlich nur jemand, den ich sehr liebe. Hm. Ist Ihnen das oft passiert? Nee, man lernt daraus, nicht? Dass der Hauptsache ist, ewig weiter zu lernen im Leben. Und jetzt haben wir noch einen Anruf, der wartet schon eine Weile. Hallo, schönen Nachmittag zu den beiden. Ich habe zwei Fragen an die Frau Romy Haag. Mein Name ist Asma König aus Leipzig. Sie sind mit 13 Jahren aus dem Elternhaus, habe ich vorhin gehört. Es war sicherlich sehr schwierig für Sie, Fuß zu fassen. Hatten Sie einen guten Start und einen guten Geist, der Ihnen dabei geholfen hat? Ja, irgendwie bin ich geboren worden in Fischersdorf, nicht in Scheveningen. Das ist so das Vorort von Den Haag in Holland. Und es waren ganz andere Zeiten. Wenn ich jetzt manchmal so 18-Jährige mit Schultasche durch die Gegend, dann denke ich, Also damals war das irgendwie eine ganz andere Zeit. Es war eine Wiederaufbauzeit. Mhm. Kinder waren eigentlich viel schneller erwachsen als heutzutage. Und natürlich gab es wegen meiner Problematik gab es natürlich Ärger zu Hause. Meine Eltern kamen nicht damit klar. So der beste Weg war abzuhauen. Vielleicht müssen wir das kurz erklären für die Zuschauer, die jetzt noch später dazugeschaltet sind. Problematik klingt jetzt an. Sie sind als Junge geboren worden. Meine Transsexualität. Als Junge, ich muss immer so lachen, wenn man sagt, ach, die war früher doch mal ein Mann oder war früher ein Junge. Aber natürlich war ich das nie im Leben. Also beides wahrscheinlich schon immer. Natürlich war das nie im Leben. Man ist ja schon so, also als Transsexuell, ist mir schon so weiblich schon als Kind. Das gibt ja heutzutage neue Recherche, das war gerade bei Günter Jauch. Da geht man auch heutzutage ganz anders mit um. Damals war das richtig Problematik. Und für meine Eltern war es wirklich ein bisschen Panik. Die wussten überhaupt nicht, damit anzufangen. Ja. Vor allen Dingen der Vater, der im Bild schön und macho war, der hat gedacht, mein Gott, was für Kind habe ich dann gezeugt. Und Sie haben sich ja vor allem auch immer einen Jungen gewünscht, oder? War das nicht so? ja, klar. Und dann bin ich abgehauen und da habe ich viel Glück gehabt, weil ich bin abgehauen nach, man kann auch mein Buch lesen, bei Urstein Verlag, Frau und Mehr, Romerke, eine Frau und Mehr, da steht das alles rein. Ich bin in Paris gelandet und in Paris habe ich viel Glück gehabt, weil ich aussah wie die Frau von Edmond Rothschild. Ja. Und dann habe ich immer auf jede Party schon als Tänzerin
Und dann bin ich immer, habe ich immer auf jede Party schon als Tänzerin aufgetreten, als Gag, weil jeder gedacht hat, ich werde Frau von Edmund Rothschild. Und ich sah wirklich früher, also ich sah schon richtig reif aus, ich sah nie aus wie ein Kind. So, ich habe eigentlich viel Glück gehabt. Dann vielen Dank, auch für Ihren Anruf. Danke, darf ich noch eine Frage stellen? Na klar. Das Buch, was Sie geschrieben haben, ist bestimmt sehr interessant. Leider habe ich es noch nicht gelesen. Ist denn eventuell mal ein Film über Ihr Leben geplant? Es ist eine Verfilmung von dieses Buch geplant. Nur das Problem ist, dass es ein bisschen gestoppt worden ist, weil die Produktion viel zu teuer ist. Und jetzt denkt man nur, einen Ausschnitt aus dem Berlin-Teil zu machen, weil sonst wird der Film zu teuer. Ja, weil so man, muss waren, über die ganze Welt filmen, all diese Revue-Theatern wiederherstellen und so. So, das wird zu teuer. Aber das ist immer noch im Gespräch. Gestern hat mich jemand auf eine ganz tolle Idee gebracht. Er hat gesagt, wir müssen unbedingt ein Musical schreiben über dein Leben. Das würde mich auch noch Spaß machen. Aber was ich unbedingt noch erzählen wollte, dass ich ja am 19. Oktober in Berlin in der Passionskirche ein Konzert mache. Und da bin ich auch sehr, sehr, sehr stolz drauf. Also, alle, die in Berlin sind? Ja. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch alles Gute für Ach, das weitere Sie sind Leben. Doch Vielen Dank und viel Spaß. Sie auch, danke. Viel Spaß in Dresden. Was mich natürlich sehr fasziniert, ist die Zeit in Berlin. Wir haben es ja gerade eben angesprochen, das ist ja auch das, worüber der Film gemacht werden soll. Inwiefern würden Sie dann gerne Einfluss nehmen, was in dem Film drin ist und was nicht? Ein Beispiel zum Beispiel, ich habe ja viel gelesen vorher, David Bowie. Ja. Habe ich erst gelesen, eine Liebesbeziehung. Und David Bowie streitet sie ab. In irgendeinem Interview. Ich werde viel Spaß daran haben, Herrn Haag, formuliert er da, zu verklagen. Warum steht er nicht dazu? Weil es da nicht sehr kommerziell war. Also in die Zeit, wo wir zusammen waren, dann sind Anwälte aus Los Angeles eingeflogen und die haben das alles versucht zu biegen und zu machen und zu tun. Das ist aus einem ganz altes Interview, yeah. was du gesagt hast. Heutzutage denkt er da anders darüber. Und das war früher so, da haben sie gesagt, um Gottes Willen, der versaut seine Karriere, das kann nicht sein. Und die haben alles getan. Dann hat Angie Bowie noch Aufstand gemacht, das war seine erste Frau, und hat mich als Scheidungsgrund angegeben und so. So, das war schon eine richtig heftige Geschichte. Wie, was Sie sagen, heute sieht er das etwas anders? Wie ist der Kontakt heute? Heute ist er ganz nett, weil es war früher einfach ein Austausch, es war irgendwie ein geistlicher Austausch, künstlerischer Austausch, nicht? Mhm. Was man dann, wenn man jung ist, er war ja auch sehr jung, wir waren 22, 23 und dann gab es natürlich eine ganz andere Kreativität und es war ja auch noch eine ganz andere Zeit als heutzutage. Das kann man sich gar nicht mehr so richtig vorstellen, dass da wirklich Presseleute kommen, die sagen, um Himmels Willen und schlechtes Image. Er macht ja gerade seine Riesenkarriere als Welscher und er hat gesagt, um Gottes Willen, das darfst du nicht und du kannst mit dir nichts. So, das war die Mentalität. Inwiefern? Nicht, ein Popstar muss ja immer Freigeselle sein, er muss immer frei sein im Grunde genommen. Nicht, das ist das Ideal der Plattenfirma. Warum haben sich eigentlich alle Weltstars dann letztlich bei Ihnen aber getroffen? Ne? Wir haben David Bowie gehört, Udo Lindenberg, mit dem haben Sie viel gemacht. Was war so besonders an Ihnen, an Ihrem Café, am Varieté? Was war da so besonders? Wenn man amerikanische Popgeschichte-Bücher liest, du musst denken, in die Zeit gab es noch keine Videoclips. Okay. Ja? Und das Programm, was ich hatte ins Programm, war alles Musik aus der Charge. Also es war Queens, es war Bowie, es war Lou Reed, es war Iggy Pop, Bette Midler und alles das. Und das war eigentlich illustriert wie Videoclips. Mhm. Und die Show, die wir hatten, waren wie Videoclips. Selbst Queens wollte uns mit auf Tour nehmen, um die Geschichten, die wir um der Bohemian Rhapsody gebaut haben, das auch andere Leute zu zeigen und sowas. Und für den war es eine riesige Inspiration, ihre eigene Musik total illustriert gesehen mit ganz anderen Gedanken. Das war eigentlich das Geheimnis von alles. Ich glaube, in die Zeit, jeder Popstar, der irgendwie Erfolg hatte, war im Laden. Was würden Sie gerne aus der Zeit von damals heute noch haben, mitnehmen? Ach, ich habe da genug gelernt. Ich habe da genug gelernt. Ich freue mich eigentlich um meine Zeit jetzt. Ich habe fabelhafte Musiker. Ich schreibe auch eigene Texte. Ich komponiere auch ein bisschen.
Und das macht mir auch schrecklich viel Spaß. Und das heute. Eine Station auf dem Weg zum Heute war ja auch ein Hexenkessel. Ja, das war auch noch eine Station. Das haben wir natürlich auch noch mal rausgesucht, denn MDR. Das war schließlich beim MDR. Genau. In den 90er Jahren oder Anfang der 90er, muss man dazu sagen, Romy Hart im Hexenkessel. Irgendwie schon passend, oder? Und nun aus Berlin der Hexenkessel mit Romy Hart. Ich bin so traurig. Was ist denn los? Ja, so schlimm kann es doch nicht gewesen sein. Nein, es kann's was anderes. Weißt du, wir leben in so einer Zeitgeist, die sexuelle Freiheit ist vorbei. Wieso? Kann doch jeder immer noch aussuchen, was er mag, wozu er Lust hat? Nein, heutzutage gibt es ganz, ganz andere Werte. Heutzutage möchte man wieder besitzen. Man möchte wieder eifersüchtig sein. Ich bin nie eifersüchtig, außer ich habe Grund dazu. Also das ist. Ne? Man ist wieder leidenschaftlich. Ne? Man möchte unbedingt leiden, leiden. Deshalb gibt es ja so viele Singles heutzutage. Ne? Die möchten alle leiden, leiden. Ne? Ich gehöre nicht dazu. Ne? Ich bin auch kein Single. Wie ist es denn mit dir? Ich bin kein Single, ich will auch nicht leiden. Aber jetzt haben wir was ganz Leidenschaftliches in der Sendung. Ne? Du bist der Spiegel meiner Träume. Ich kann nichts dagegen tun. Wie soll ich es dir sagen, denn da fehlt mir noch der Mut. Du bist der Spiegel meiner Träume, ich kann nichts dagegen tun. Weiß nicht, wie soll ich es dir sagen, denn da fehlt mir noch der Mut. Und so vergeht die Zeit, so vergeht die Zeit. Wow, das wildes Make-up, wilde Frisur. Wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass Sie ja auf der Bühne, haben Sie gesagt, sich so austoben, dass Sie im normalen Leben, im Alltag so ausgeglichen sind. Wie sieht der Alltag aus, wenn Sie jetzt nicht gerade in Dresden sind, sondern in Berlin zu Hause? Ach, also ganz relaxed, ganz entspannt. Also wenn ich nicht arbeiten muss, dann wird auch überhaupt nicht geschminkt. Da ist nur dicke Creme auf dem Gesicht. Und eigentlich, ich lese gerne. Ich sitze auch oft im Internet, muss ich bekennen. Ich eigentlich ganz ausgeglichen und inspiriere mich und bin immer an Texten oder bin schon ein nächstes Programm ans Vorbereiten. Also es ist eigentlich ganz relaxed. Sind Sie dann jemand, der lieber alleine ist? Oder brauchen Sie jemanden, der auch zu Hause ausmacht? Natürlich habe ich mein Umfeld, weil ich in Berlin wohne, ist, weil ich da mein Umfeld habe, meine Freunde, die immer da sind und es einfach schön und kuschelig ist. Wir freuen uns, dass Sie trotz des kuscheligen Zuhauses jetzt in Dresden zu sehen sind. Und viel Erfolg. In Carte Blanche. Viel Erfolg für die Show, für das eigene Programm. Es war mir eine große Ehre, mit so einer Sportlerin hier zu sitzen. ehemaligen Sport. Naja, aber immerhin. Nicht? Und Gott. Damit es auch alles wird mit den großen Auftritten demnächst, mit den großen Programmen, ich bin mir sicher, wir werden noch viel hören, gibt es ein kleines Maskottchen mit auf den Weg. Danke. Das ist unser Vierle Franz für unsere Gäste. Und kochen Sie lieber selbst oder gehen Sie essen? Ich gehe lieber essen. Sehr gut. Wenn ich koche, koche ich holländisch und das ist so fettig. Sehr gut. Dann vorher hier reinschauen. Das ist nämlich ein Restaurantführer. Das sind die Lieblingsrestaurants unserer Zuschauer in unserem gesamten Sendegebiet. Also egal, wo Sie hinkommen, Ihr Lieblingsrestaurant. Und nächstes Jahr bin ich in Leipzig. Perfekt. Dann, im März, glaube ich. Dann sehen wir uns ja vielleicht wieder. Ich bedanke mich. Vielen Dank für den Besuch.